Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder ein Kraftupdate für euch. Ich habe nämlich Mixed Media Tags gemacht, also endlich habe ich mich daran mal versucht. Kam schon länger kein Video mehr von mir. Das liegt aber daran, dass ich jetzt ein paar private Sachen gebastelt habe mit Fotos und so, die ich nicht filmen konnte. Aber ich bin noch am Bullet Journal und ich bin auch dabei, ein Album zu basteln. Also ich bastel eigentlich relativ viel im Moment. Aber teilweise auch Sachen, die ich nicht so abfilmen kann. Aber jetzt zeige ich euch erstmal meine Texte und erkläre so ein bisschen, wie ich die gemacht habe. Es sind meine ersten Versuche. Ich habe die Texte aus Designpapier ausgestanzt. Ich habe so kleine Heftchen Leseproben, die kriege ich schon mal. Die habe ich mir dann zerrissen, die Bücherseiten, und hier so draufgeklebt mit diesen Deco-Patch oder wie das heißt von Action, dieser Serviettenkleber. Dann hatte ich hier so ein Band, das ist so ein Draht und da sind so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Seht ihr das? Ja, hier so Schleifen dran gebunden. Die habe ich dann hier oben in Rot eingefärbt und hier unten in Grün. Das sind auch die Hintergrundfarben, die ich hier für das Tag benutzt habe. Und zwar sind das die beiden hier. Also ich habe erst diese Bücherseiten draufgeklebt, dann habe ich das eingefärbt. Dann habe ich mit einer Schablone und jetzt komme ich nicht darauf. Ich hole das mal kurz. Und Strukturpaste, das war es, was ich gesucht habe. Ich glaube, die ist aus dem Kick. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Also es ist jetzt keine teure Strukturpaste. Da habe ich dann hier diese Kreuze. Die Schablone ist vom Action. Die habe ich da drauf gemacht. Die habe ich dann auch mit einem Pinsel und mit Wasser, nachdem die Strukturpaste getrocknet war, habe ich die Farben auch auf diese Kreuzchen aufgetragen. Hier unten, wo rot ist, habe ich das Grün genommen und oben dann das Rot. Und dann habe ich diese Metallteile, die habe ich mit Gesso angestrichen und habe die dann eingefärbt mit diesen Prima-Wachsen. Und zwar mit diesem Vintage Gold. Und da habe ich auch die Bücherseiten und die Kreuze so ein bisschen eingefärbt. Ich glaube, das seht ihr auch. Ja. Also das ist das erste Tag, was ich gemacht habe. Von hinten ist das nicht so schön. Ich denke mal, ich werde noch eins ausstanzen und hinten einfach drüber kleben. Dann, damit auch dieses komische Band hier hält. Aber hier sieht man auch die Naturfarbe von dem Band. Ja, das ist das erste Tag. Dann habe ich zwei gemacht, die sind sich ziemlich ähnlich. Die sind nur halt von den Farben her entgegengesetzt. Da bin ich genauso vorgegangen. Da habe ich die Farben benutzt. Einmal dieses Worn Lipstick und das hier, Wild Honey. Und da habe ich auch die Buchseiten draufgeklebt. Und die Hintergründe eingefärbt. Und diese Federn, die sind auch von der Action-Schablone. Nämlich einmal oben, einmal unten. Das sind Stanzen. Da habe ich zuerst das Papier geprägt und dann ausgestanzt, diese Federn. Und habe ich da noch so ein bisschen Baker's Twine drauf gemacht. Und ich habe auch die Federn mit diesen beiden Farben eingefärbt mit einem Schwämmchen und die Federn, die habe ich wieder mit, also ich habe das mit Wasser vermischt und hab die dann angemalt und bin dann mit diesem Wachs hier drüber gegangen. Oh, und die Wachse riechen so lecker. Ja, das sind diese zwei Tags. Ich weiß auch nicht, ob ihr das Schimmern von dem Wachs so ein bisschen sehen könnt. Das sieht man bei dem hier ein bisschen schlechter. Ja, dann habe ich dieses hier gemacht. Da bin ich genauso mit diesen Buchseiten wieder. Dann habe ich das eingefärbt mit diesen dreien.
Und hier habe ich auch mit einer Action-Schablone die Strukturpaste drauf gemacht. Hier habe ich auch dieses Wachs wieder benutzt. Da bin ich dann nämlich hier so über diese weißen Kreise drüber gegangen. Ich weiß aber gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Dass das so ein bisschen schimmert. Und auch über die Buchseiten mit dem Wachs. Diese Paillettenbänder, die hatte ich irgendwie. Das war so ein Band. Jetzt habe ich das auch mal aufgebraucht. Und den Schneemann habe ich ausgestanzt. Und das Papier, das kennt ihr auch, das ist auch vom Action. Ja. Das ist dieses Tag hier. Ich hoffe, ihr seht, dass das so ein bisschen schimmert. Ja, dann habe ich dieses hier gemacht. Das ist einer meiner Favoriten. Mein Favorit kommt aber danach. da habe ich auch ganz normal das Tag ausgestanzt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da Vintage-Foto genommen habe oder dieses hier. Das weiß ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so genau, weil die sich doch sehr ähnlich sind. Aber es sieht doch eher so aus, als wäre es das. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Hier habe ich, das ist jetzt keine Action-Schablone, die Kreise, verschieden große Kreise. Hier so ein normales Garn. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich habe das hier auch liegen. Garten-Jute-Band. Ja. Und hier habe ich die Kreise dann mit diesem hier eingefärbt. Und auch diese Blümchen, die waren weiß, die habe ich von der Loni bekommen, diese Stanzteile, das sind auch so geprägte Blümchen, die habe ich auch komplett damit eingefärbt. Und dann halt hier so draufgeklebt, den Schmetterling draufgeklebt. Ja, finde ich ziemlich cool. Ja, das ist von hinten so, also da müssen auf jeden Fall noch Text drüber, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, das ist dieses hier, da habe ich jetzt nicht so viel mit den Wachsen gemacht. Ja, und dann kommt das mein Lieblingstag und das ist das hier. Das habe ich eingefärbt mit diesem. Und dann habe ich diesen Totenkopf ausgestanzt aus schwarzem Cardstock und habe den, jetzt muss ich gucken, hier ist es, mit diesem Rich Copper. Das ist mein absolutes Lieblingswachs. Damit habe ich schon mal was gemacht. Damit hatte ich schon mal eine Explosion Box gemacht. Die hatte ich euch auch schon gezeigt. Und ich finde, das sieht so mega cool aus. Und da habe ich so eine Mauer-Schablone benutzt. Ich kam jetzt auf das Wort Mauer nicht. Und habe auch die Schablone dann, die habe ich auch eingefärbt, aber ich glaube hiermit. Das habe ich auch mit Wasser vermischt und dann hier die Mauer angemalt und bin dann auf die obere Mauer auch mit diesem Wachs drüber gegangen. Und ich finde das Tag richtig cool. Ich finde auch den Effekt von diesem Wachs auf dem schwarzen Hintergrund ziemlich cool. Ja, hier habe ich noch so ein paar Knochen hingemacht. Ja, also eigentlich sind die in der Machart alle gleich, aber halt doch total unterschiedlich. Und das ist mein Favorit. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin froh, dass ich mich endlich mal getraut habe, damit rumzuprobieren. Ich merke aber auch, dass ich... ich habe hier die meisten Farben in diesen Tönen hier. Ich habe jetzt noch das und ich habe jetzt noch so ein grünliches. Aber ich habe kein Blau oder Lila. Also da werde ich auf jeden Fall noch welche nachkaufen. Weil ich bei der lieben Gönn dir was... oder bei der Nicole von dem Kanal Gönn dir was, auch so ein schönes Tech-Tutorial gesehen habe. Und da sind mir die Farben einfach zu wenig. Also da die kommen auf jeden Fall noch welche auf meine Wunschliste. Und dann bin ich gespannt, was ich sonst noch so kreieren kann. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was ihr dazu sagt. Also das sind meine Favoriten. Dann haben wir hier noch den Schneemann, die Federn und das hier. Und da bin ich jetzt gespannt, was euch am besten gefällt. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.